Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Konsim zusammen mit dem Toledo. Es ist schneller an Moderation heute, ne? Ja, Party. Richtig schnell. Bin gar nicht gewohnt, immer nur eins zu sagen. So zusammen mit dem Toledo. Punkt. War jetzt aber nicht gegen dich, sondern einfach nur irgendwie, sind wir sonst nie nur zu zweit. Und dann stehe ich auch noch vor diesem wunderschönen Schild-Toledo-Bau. ich habe mich vorne vor deine Hütte gestellt. Nee, es ist ja okay, war nicht böse gemeint, sondern einfach tatsächlich direkt. Ne? Jetzt sehen die Leute, dass wir heute bei dir im Safe-Game unterwegs sind. Ganz kurz, wieso? Toledo hat es einfach nicht geschafft, auf mein Safe-Game zu joinen. Also irgendwie scheint es bei mir gerade zu hapern oder ich weiß auch nicht, was da los war. Deswegen haben wir einfach ganz kurz gesagt, okay, wir versuchen mal, du zu öffnen. Ja, hat funktioniert und jetzt bleiben wir einfach hier. Genau. Soll ja auch nicht schlimm sein, weil ich glaube, es geht ja auch in, also ich hätte gern das Hotel noch irgendwie dieses Jahr fertig gebaut, muss ich gestehen, aber ich glaube, es geht ja auch immer gar nicht um die Aufträge, sondern um das nette Beisammensein. Bin mir ziemlich sicher, da ist egal, auf welchem Safe-Game wir das machen. Richtig. Und wir haben ja nächste Woche noch, da können wir ja noch versuchen, eine Aufnahme zusammenzukriegen, um das Hotel fertig zu machen. Das stimmt. So, Bereich mit Erde verfüllen. Aha. 14% und 2%. Okay, zweimal müssen wir Erde füllen. Ja, einmal hier diesen Schacht und einmal auf der anderen Seite von der. Hast du eine Raupe oder so? Nö, aber ich habe Geld, habe ich gesehen. Also mein Vorschlag wäre jetzt, natürlich können wir diesen kleinen wunderschönen Bagger nehmen, ne? Oder ob wir uns eine Raupe holen, das Schild in den Boden hacken und einfach mal schieben. Ja. Wunderschönen guten Abend. Wunderschönsten guten Abend. Ich würde fast sagen eine Planierraupe, oder? Ey, eine Planierraupe. Guck mal, ich nehme mal den Uwe direkt mit, ne? Der ist gerade hier so. Achso, wollt ihr aufnehmen? Wir sind dabei, aber jetzt bist du einfach dabei, aber wenn du schon dabei bist, ne? Ja. Wenn du möchtest, komm doch einfach mit in Konsim. Der Toledo braucht tatkräftige Unterstützung und er hat halt bisher einfach nur mich. Ja, den habe ich gerade nicht installiert, so viel ich weiß. So viel ich weiß, geht das aber echt relativ schnell. Nicht mit meiner Leitung. Mach dich doch nicht klar. So, stottert der Uwe dann nur noch? Ja, das könnte sein. Kannst ja gucken. Was nehmen wir denn? Nehmen wir eine Case oder nehmen wir die Cut? Warte, ich muss mal ganz kurz klarkommen mit der Steuerung. Moment. Fahrzeughandel betreten. G für Filter. Keine Ahnung. Mir eigentlich relativ. Gerade noch. Oh, der hat so ein Kompaktlader, das ist auch ganz geil. Ja, die sagen hier zum Beispiel, du sollst das verfüllen mit Baggerlader und sowas. Oder Radlader. Ja, kannst du natürlich auch, ne? Aber. Ja, Planierraupen braucht man immer. Aber Planierraupe ist Planierraupe, ne? Oder? Wobei die von Cut ist schon wesentlich teurer. Da muss sie was besser können. Wir kaufen mal die von Cut. Das ist ein Argument. Nee, teurer, die muss mehr können. Ja, ist okay. Soll ich die abholen und zu dir ab? Hol du mal ab. Hol du mal ab. Okay, warte. Ich versuch mal ein bisschen aufzuräumen. Das ist die Planierraupe von Cut. Cut. So, Schnellreise. Alter, das war 1100. Ja, ich hab's gerade gesehen beim Loslaufen. Das war gar nicht so günstig. Ist aber auch eine große Planierraupe. Du hast gesagt, du willst die teure haben. Ja, alles gut. Ich würde gerne mal testen, ob diese Planierraupe auch einfach den Baum umnieten kann, ne, aber. Oh, jetzt habe ich es wirklich getestet. Kann sie nicht. Baum ist nicht gefallen. Nee, steht massiv noch. Ausrufezeichen Timber. So, warte. Ist die jetzt nach unten? Nein, jetzt ist es unten.
40%. Dann gucke ich doch mal, was als nächstes dann kommen würde. Ja. Ich bin noch kurz beschäftigt. Ja. Ich krieg langsam einen Grinsen ins Gesicht hier. Echt? Wieso? Ich mag das. Einfach mit so einem schweren Gerät hier mal kurz ein bisschen Erde bewegen. Das Spiel dachte sich, nimmst du mal den kleinen Bagger und baggerst hier ein bisschen. Und wir kommen einfach an mit dem fettesten aller Bulldozer und sagen, ja, nee. Machen wir schneller, ne? Machen wir mal anders. Guck mal, das geht auch so. Ich kann es mir ja leisten. Ja, gut, also wir hätten dank der tatkräftigen Entlohnung durch dich. Ja, auf Gottes Willen, wir hätten sie ja zur Not auch einfach mieten können. Oder wir hätten es wirklich mit einem Bagger gemacht. Ne, geht ja auch. Aber ich finde, so eine Arbeiten sind eigentlich doch eigentlich für eine Raupe, oder? Eigentlich ja, vor allem wenn die Erde sowieso schon vor dem Graben liegt. Ja, genau, deswegen. Das bot sich halt echt so an, das mal kurz reinzuschieben. Gut, in Wirklichkeit würdest du es wahrscheinlich auch nicht einfach mal so reinschieben, aber... Nee, weil da willst du ja die Leitung da drin wieder kaputt machen. Ja, genau. Zumindest so, wie ich das gerade mache. Mit einfach mal drauf fahren. Aber ich finde, das machst du schön. Dankeschön. Jetzt muss ich nur noch mal... Ich hätte wahrscheinlich vorwärts fahren sollen, ne? Aber egal. Ja. Pylon steht noch. Sehr gut. Ist genau drüber gekommen mit der Kette. Das sind zur Not auch die haltbaren Pylonen. Die Pylonen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Also sagst du die Ofensicheren Pylonen? Ja. Aber der weiß ja noch nicht, ob er den Konsum installiert hat. Das ist ja schwierig. Jetzt eine Stunde Download. Stunde Download wird aber eng mit unserer Aufnahme, Chef. Ja. Also ich will dir jetzt echt nicht. Aber das wird, werden wir plus minus null, wirst du dann bei rauskommen. Vielleicht joinst du für 10 Minuten. Aber du kannst den natürlich gerne trotzdem herunterladen und bist dann vorbereitet. Bis nächstes Mal denn. Bis nächstes Mal. Jederzeit. Komm, das 1% schaffst du auch noch, Uwe. Ja, warte. Erledigt. Ja, das war jetzt einfacher als ich dachte, ne? Ich wollte das jetzt hier extra noch so schön reinschieben, aber gut. Das Spiel gut mit uns gemeint. So, warte. Ein Stückchen. Ja, ich gehe ja schon. Guck dir das an. Uiuiui. Oh, Entschuldigung. Ich muss das jetzt zur Seite schaffen. Lärmschutzwände, wo kriegen wir das denn jetzt her? Ehrliche Antwort? Keine Ahnung. Aber. Ah! Können wir rausfinden, ne? Hier, beim Bauhof. Beim Bauhof gibt's beim das. Beim Bauhof? Mein Navigationsfall sagt, geht zum Bauhof. Dann, guck ich doch mal. Ja. Dass ich zum Bauhof komme. Okay. Bauhof. Ich will jetzt nichts sagen, ne? Ja. Aber irgend so ein Trottel hat versehentlich die Kat hierher geliefert. Pupa, kann ich die Kat zufällig einlagern? Oh, sehr gut. Hab den Beweis mal vernichtet. Ich glaube, ich bin am falschen Bauhof, oder? Da, wo ich bin, Schatz. Nee, du bist nicht, glaube ich, hier, wo ich bin. Problem ist, ich überlege gerade, mit was du das aufsammeln sollst. Ich habe einen Sattelzug. Ja, dann brauchen wir auch... Ich bin Bauhof Dorf. Muss ich vielleicht Bauhof Stadt? Du musst zum Bau... Keine Ahnung. Ganz links auf der Karte. Bin ich da? Sieht so aus. Ja. Ich sehe einen Uwe auf der Karte. Ja, du bist bei mir. Hast du? Ich hab Mobilkran, steht an der Baustelle. Ich hol ihn mal. Alter, dieser Tieflader.
Mit den 1000 mitlenkenden Achsen, ey. Ja, schon gut oder aber auch nicht, ne? Muss man mögen. Habe ich den Mobilkran eigentlich gekauft? Ich weiß es gar nicht. Modus wechseln. Nee, der ist gemietet. Ist okay, der hat tatsächlich schon relativ viele Prozente kaputt, ne? Hast du schon ein bisschen benutzt. Den Pritschenwagen, den brauchen wir doch gerade eigentlich nicht. Den könnte ich doch mal einlagern, ne? Ja, wobei, das ist mir gerade eingefallen. Wenn du den zu einer Tankstelle fährst, statt einzulagern, wäre das vielleicht auch keine schlechte Idee, weil du musst ja auch 20 Mal getankt und repariert haben. Ja, das stimmt auch wieder. Die eingelagerten Maschinen, die sehe ich bei der Firma im Fuhrpark, ne? Ja. Ach, guck mal, ich habe sogar einen Schnelleinsatzkran gemietet und eingelagert. Aha. Ja, gut. Ist ja nicht schlimm. Grundsätzlich. Kostet er nicht Geld in der Zeit, wo der gemietet ist? Nur wenn du ihn benutzt. Ah, okay. Ich glaube, nur wenn du ihn tatsächlich benutzt. Mir ist zumindest so. Ja. Kongo hat noch nicht mit der Kransteuerung zurecht. Ja, die ist bei den Mobilkränen nicht ganz so nice. Nee, grundsätzlich ist die okay. Ich habe nur gerade das Problem mit meiner Tastaturbelegung und meinem Kopf. So mit Ausleger nach oben, unten und sowas war ich einfach gerade ein bisschen lost. Ich glaube, das kriege ich nicht mit drauf. Kannst du nicht übereinander stellen? Das weiß ich noch nicht. Eigentlich sollte das gehen. Bisschen höher. Ah, siehst du, markiert er dir. Hätte ich jetzt nicht erwartet. So, Ladung befestigen. Wollen wir fahren? Kann ich nicht. Den musst du doch noch nicht befestigen, Schatz. Ist doch fest. Ist doch nicht wie im alten Konsum, dass dir das hinten jetzt runterfällt. Ist ja schon fest gegittert. Wollen wir fahren oder wollen wir teleporten? Tschüss. Ach komm. Du darfst auch gerne fahren, wenn du möchtest. Ja, macht ja keinen Sinn, 2000 Meter zu fahren hier in 2,5 Kilometer, wenn du dann wartest. Machen wir da beim nächsten Mal. Wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen was holen. Alles ist gut. Ich baue direkt hier auf, ne? Wenn du dich gleich neben mich stellst, wäre das prima. Prima Ballerina. Hier so, oder? Boah, ich glaube, ja. Sage ich dir später. Weiter Kram wäre cool, wa? Ey, ein Kram, mit dem ich umgehen könnte, wäre schon mal cool, ne? Ja, wir können hier leider keinen Schnelleinsatzkran hinstellen. Der ist angenehmer von der Arbeit her. Du, der ist eigentlich okay. Wenn man halt mal richtig hinguckt. Oh, guck mal. Aber mal Seil wieder hoch. Warte. Piep, piep. Kontraf. Nö, Mann, nix. Wer hat gepiept? Warum hat er gepiept? Wieso piepst du, Uwe? WhatsApp. Ah. Erdnussflips. Nee, heute nicht. Ich schon. Ich hab keine mehr. Und die hat mir keine mitgebracht von Feinkost Albrecht. Erdnussflips? Ja. Weiß ich nicht.
war ich nie der Freund von. Oh doch. Oh, lange nein. Meter. Ich bin kein Freund von Erdnussflips in der Luftröhre. Oh, ist das ekelhaft. Verstehe ich nicht. Kannst du mir das erklären? Wenn man vielleicht einatmet, weil noch so ein Krümmel im Hals hinten drin ist, ist echt ekelhaft. Ja, schon, ne? Schon. Ja. Aber ich glaube, da ist egal, ob es ein Erdnussflip oder alles andere ist, ist immer doof. Ich habe hier so ein kleines Päckchen Gelee-Bananen gerade vor mir liegen. Boah, hasse ich wie die Pest. Ja, die Dinger muss man lieben oder man hasst sie, ne? So, warte. Ja, bin ich aber auch nicht für zu haben. Jetzt sag nicht, du bist... kommst einfach nicht weiter hoch, ne? Wer kommt nicht weiter hoch? Ja, der Kran. Ich muss den Kran einfahren. Und dann komme ich auch an diese Dinger hier ran. Oh, auf Mieten habe ich schon 10%. Siehst du mal. Du sagst immer, du kannst nichts. Kräne gibt es aber auch nur vom Lieb her, ne? Ich glaube ja. Wir können jetzt noch drüber diskutieren, dass es ja das erste quasi DLC gibt. Aber können wir auch beim nächsten Mal machen, wenn du Bock hast. Dann machen wir jetzt erstmal Feierabend für den Moment. Ah, falsche Richtung. Guti, liebe Leute, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.